Im Rahmen der Sysmex Akademie lud Sysmex Austria im März 2012 zum Expertentag nach Linz ein. Im Fokus stand dieses Mal die pädiatrische Hämatologie. Professor Kurt Herkner von der Kinderklinik des AKH Wien erklärt, warum dieses Thema gewählt wurde. Es ist an den Kindern besonders vieles besonders, aber auch eben die Hämatologie. Die Hämatologie ist etwas, was wir besonders im frühen Kindesalter sehr rasch zur Verfügung haben müssen. Und es gibt eben sehr, sehr viele Erkrankungen auf hämatologischer Basis, die mit dem herkömmlichen hämatologischen Regelwerk nicht einfach zu erklären sind. Mein Name ist Ulrike Blasayo und ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung. Frau Dr. Blasayo, Geschäftsführerin von Sysmex Austria, stellte dem Fachpublikum aus dem Spital und dem niedergelassenen Bereich das wissenschaftliche Informations- und Schulungsangebot vor. Die Moderation übernahm Frau Dr. Schreier. Durch ihre Tätigkeit an der Landesfrauenkinderklinik in Linz hat sie täglich mit der Problematik der pädiatrischen Diagnostik zu tun. Den Auftakt machte Professor Herkner mit einer Einführung in die Besonderheiten der Blutbildanalyse bei Kindern. Er zeigte eindrucksvoll, wie Werte, die auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen, bei Neu- und Frühgeborenen auch ganz normal sein können. Gleichzeitig ist die Dynamik der Veränderungen im weißen und roten Blutbild in dieser Lebensphase extrem hoch. Die Blutbilder der Sysmex XE-Serie geben dabei oft die entscheidenden frühen Hinweise für die weitere Behandlung. Deswegen ist es wichtig, die Normwerte zu kennen, diese Dynamik zu kennen und ordentliche Geräte zu verwenden und gut zu schauen. Frau Dr. Schreier referierte über die zufällig festgestellten Leukämien, die in der Landesfrauenkinderklinik gar nicht so selten auftreten und sich durch alle Altersgruppen ziehen. Die diagnostischen Hinweise auf die verschiedenen Leukämien wurden in Abgrenzung zu anderen Krankheitsbildern besprochen. Diese Hinweise kommen zum einen aus dem automatisierten Blutbild der XE-Serie, ergänzt durch den Ausstrich, die Untersuchung des Knochenmarks und das klinische Bild. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen den Praktikern, Kinderärzten, Klinikern und dem Labor notwendig, damit wir gemeinsam das beste Ergebnis für die Kinder erreichen. Frau Konstantin, leitende BMA aus dem Labor der Kinderklinik des AKH Wien, berichtete über die Schritte in der Diagnostik der Anämie. Sie wies auf die Bedeutung der Parameter des Eisenstoffwechsels und des roten Blutbildes hin. Um eine Eisenmangelanämie von einer Anämie im Zuge einer chronischen Erkrankung zu unterscheiden, hat sich der Thomas-Plot bewährt. Hier sind das Hämoglobin-Äquivalent der Retikulozyten, einfach zu ermitteln am XE2100, sowie der lösliche Transferinrezeptor und das Ferritin, die Indikatoren für das Vorliegen und die Ursache der Anämie. Fallbeispiele aus der Praxis ergänzten den Überblick. Neues aus der Forschung wurde von der Doktorandin Frau Magistra Ostermann berichtet. Sie arbeitet im Neugeborenen-Screening-Labor am AKH Wien. Dort wird als einziges Labor in Österreich die MALDI-Orbitrap, ein massenspektrometrisches Verfahren zur Untersuchung von angeborenen Hämoglobinopathien, eingesetzt. Den Abschluss bildete eine Co-Moderation von Frau Oberarzt Schreier und Herrn Professor Herkner zu interessanten Fällen aus dem Labor. Dabei erhielten die Zuhörer praktische Beispiele zur Befundinterpretation des automatisierten Blutbildes und zur weiterführenden Diagnostik. Diese Fortbildung war ganz ausgezeichnet, denn so wie der Ultraschallkopf in die Hand des Pädiaters für die Diagnostik gehört, gehört ebenso das Blutbild, das Früherkennen von Blutausstrichen, Erkennen von Färbemethoden, Erkennen von Infektionsparametern, ganz wesentlich in der Praxis des Niedergelassenen. War toll, ja. Hat mir sehr gut gefallen, ja. Ja. Und ja, vor allem, weil das einfach unsere Thematik trifft, eben von der Kinderklinik. Aber die Sysmex Akademie, wo ich auch schon Gast war, hat mir auch sehr viel geholfen. Ich habe es sehr interessant gefunden, es hat mir sehr gut gefallen. Und ich kann nur sagen, nächstes Jahr bin ich gerne wieder dabei, wenn Sie das nochmal machen. Der Expertentag zeigte einmal wieder, wie wichtig die korrekte Basisdiagnostik des Blutbildes für den Patienten ist. Die pädiatrische Hämatologie bedient sich einer Vielfalt von diagnostischen Verfahren, die maßgeblichen Einfluss auf die schnelle Einleitung der richtigen Therapie haben.
Sysmex ist dabei Ihr Partner mit einer großen Produktpalette und einem umfangreichen Informations- und Schulungsangebot.